Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Zocken mit Nevein Ori and the Blind Forest hier auf dem Kanal. Da oben ist auch noch was, da will ich hin. Okay. Noch mehr Lebensenergie. Das ist schon mal nice. Damit haben wir 10 Lebenskügelchen. Und wir wissen ganz genau, dass wir die echt gut gebrauchen können. Weil ich einfach so oft sterbe. Meine lieben Freunde. So. Hier ist noch ganz viel. Ja, das machen wir und dann gehen wir dann nach links hoch. Oh! Erstbeste Gelegenheit nutze ich, um euch zu zeigen, was ich meine. So. Zip. Punkte. Da ist noch was. Das müssen wir aber erst noch öffnen. Da ist die Frage, welcher von den... Knöppels ist dafür zuständig. Ich glaube, der hier. Aha! Ja, so ist das. Ich habe das gesehen. Und schon ist der Weg offen. Sicher ist sicher. Machen wir das mal dicht hier. Haben wir den? Noch eine Energiezelle. Nice. Lol, hier ist noch eine Abkürzung. Wow. Aber erstmal ganz kurz gucken. Okay. Ich hing so fest. Whee, der ist geflogen. Ich hing so fest, dass ich da nicht genau wusste, ob ich da wieder rauskomme. Okay, da geht's nicht lang. Hm. Da geht's auch nicht lang. Wo habe ich das jetzt gespeichert? Natürlich. Schön nah an der ganzen Begebenheit dran. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, nicht dass es jetzt hier irgendwie... Genau. Wir wollen ja alles auch mitnehmen, wenn wir es schon finden. Und hier gerade so eine kleine Aufräumaktion starten. Ich hoffe, dass ihr mir die Umwege hier so ein bisschen verzeiht, weil ich würde das gerne einfach noch so ein bisschen mitnehmen, wenn wir jetzt gerade eh die Möglichkeit haben, relativ angenehm die Sachen noch nachzusammeln, die uns da gefehlt haben. Nee. Genau, den brauchen wir noch. Ja. Aber das war noch nicht alles, offensichtlich. So, wo sind wir jetzt hier? Noch eine Energiezelle. Nice. Die haben wir hier immer gesehen, aber wussten nicht, wie wir da hinkommen sollen. Jetzt wissen wir es. Boah, jetzt füllt sich aber unsere Energieleiste unten richtig hart. Oh. Da war noch was, das habe ich genau gesehen. Okay, also die Spinne brauchen wir nicht. Nur wenn der Schalter natürlich ganz unten ist. Dann würden wir es auch nicht finden. War das hier? Ja, das war hier.
Zumindest sah so aus, als wenn es hier rechts nochmal reingehen würde. Ahaha! Nice! Noch eine Lebenszelle. Oh, Leute. Und das andere holen wir uns natürlich auch. Aber wir speichern erstmal, wenn wir da unten angekommen sind. Hier sollte es jetzt nicht so viel geben, was uns den, dass uns den Run so ein bisschen verderben sollte. Bam! Einfach nur durchs Level-Up mitgetötet. Hup. Warum nicht? Kann ich jetzt? Nice. Hoppa. So, ich habe gespeichert. Der ist weg. Tada! Ach, guck mal. Da ist auch noch was. Das ist das, was ich gerade suche. Aber da ist es nicht. Tudum. Ist es auch nicht. Das war es zumindest nicht. Zip. Schauen wir mal. Boah, wie kommen wir daran? Ah, wir machen uns gerade einen sehr, sehr interessanten Weg da hoch. Aber ganz ehrlich, wenn wir es gerade eh machen können, warum denn auch nicht? So, hier unten war nichts mehr, ne? Da waren wir schon, genau. Nice, da kommen wir jetzt mittlerweile auch relativ easy raus. Okay, ja. Das war simpel. Nee, nee, nee. Hui. La, la, la. Ist doch noch was. Kannst du mir sagen, was du willst? Was nicht? Oh, ich bin enttäuscht. Da unten ist noch was. Plütsch. So ganz sanft. Hier unten nach rechts und dann da im Wasser noch links. Okay. Eine Energiezelle. Damit haben wir schon wieder drei Stück. Jetzt brauchen wir da noch drei. Hallo? Na? Nice. Ah, guck mal, wie niedlich da mit so Uri-Zeichnungen im Hintergrund. Oh, schön. Da hinten werde ich jetzt nicht nochmal extra hin. Da rechts. Hier nach unten werde ich auch nicht mehr. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz gucken, weil da sind zu viele. Das sind schon wieder drei Stück, die wir locker holen können. Da weiß ich noch nicht genau, wie es da reingeht. Da oben könnte man wahrscheinlich nach rechts. Das haben wir jetzt komplett ignoriert. Plitsche, platsche, plitsche, platsche. Wie gut, dass wir keine Luft mehr brauchen unter Wasser.
um da hochzukommen, oder? Gehen wir da rechts lang und dann. Ne, gehen wir da oben auch lang dann. Also quasi den Weg wieder ein bisschen zurück. So. Genau, weil hier sind wir runtergekommen. Genau, jetzt einfach da wieder durchs Wasser zurück. So. Hier in diesen Startgebieten fühlt man sich immer so mächtig. Weil es halt einfach nicht so wirklich was gibt, was einen aufhalten kann. Hier ist wieder was, wo runtergehauen werden muss. Das Ding haben wir gerade schon geholt. Das haben wir in der Folge doch schon mal gesehen und voll ignoriert. Weil wir nicht kapiert haben, dass wir darauf rumstampfen können. Aber jetzt wissen wir das. Ich finde die Typen immer noch niedlich. Ich finde es schade, dass wir die kaputt machen. Aber Uri ist halt der Zerstörer der Welten. Jetzt auch nicht weiter. Hier haben wir noch was. So. Da müssen wir jetzt hier einmal oben rechts lang. Ach, guck mal, das ist doch das, was wir gerade die ganze Zeit gesucht hatten. Okay. Läuft bei uns die Folge. Das ist die Schatzsucher-Folge. Definitiv. Oh. Oh, shit. Okay. Ich wollte auch nicht hier oben hin, sondern hier unten. Es tut mir leid. So. Tada. Haben wir den Weg auch schon mal freigeschaltet? Jetzt sind wir hier. Dann können wir hier unten was aufmachen. Oh Gott! Ach, Manjo. Wir haben wieder was Wichtiges vergessen, weil ich zu euphorisch war. Leute, müsst ihr mich doch daran erinnern. Ich vergesse sowas. Miau, auf dem Rücken schwimmen. Genau. Rechts lang. Geht, glaube ich, am schnellsten. Lip, lip, lip. Und jetzt hier hoch, genau. Okay. So. Ja,
Jetzt müssen wir wieder das Ding runterklicken. Das ist ja nicht so schwer jetzt hier, wo es alles so windig ist. Oh, schon zu weit. Okay. Ist der Weg wieder offen? Ja. Immer noch, nach wie vor. Arme Viecher. So, und eine weitere Energiezelle. Damit sind wir schon über 2 von 3. Gespeichert. Ich habe dran gedacht, guck mal Leute, ich habe dran gedacht zu speichern. Yeah. Miau. Wenn wir schon gerade können, dann warum nicht auch einfach nochmal hier ganz nach oben? Nach links müssen wir weiter, nach rechts werden wir gehen. Guck mal, das Ding haben wir schon, obwohl wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach noch gar nicht hätten haben dürfen. So, und... es macht mehr Sinn, links rumzugehen und die Runde zu machen. Oh, jetzt sind wir von der anderen Seite gekommen, deswegen kommt das Video jetzt erst. Oh Mann. Genau, das haben wir auch schon eingesetzt gehabt. Okay. So haben wir das. Dann ist da noch oben, da unten die Punkte, glaube ich, lohnen sich nicht. Sondern nur hier oben dann lang. Das war knapp. Dafür speichern wir auch einmal eben. Das war da oben. Gut. Haben wir das schon mal. Dann rechts, dann da in diesem dunklen Bereich. Ja. Weil wir einfach noch nicht reingegangen sind. Fähigkeitenzelle. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das hier schon aufmachen, dann hat das doch irgendeinen Grund. Das wird ja jetzt nicht einfach zu Jux und Dollerei sein. So. Aha. Natürlich. Ansonsten ist hier auch nichts. Da unten im Wasser waren wir schon. Dann gehen wir nach links weiter. Ja, guck mal. Schau mal einer, guck. Das haben wir zwar schon gefunden gehabt, aber da konnten wir nicht weiter damals. Ist hier noch was? Nö, ne? Das
So ein schönes Gebiet hier gerade. So friedlich vor allem einfach mal ganz kurz. Total lustig. So. Haben wir das auch schon mal. Und auch hier. Mal ganz fix erledigt. Und zwar... Zack! Da oben sehe ich doch noch was. Noch eine Energie in der Lebenszelle. Okay, da ist nichts. Sonst noch was hier unten? Nö. Nur plätscheriges Wasser. Dann noch einmal hier rechts rein. Das war ziemlich einfach. Noch eine Fähigkeitenzelle. Nice. Jetzt können wir quasi hier links dann da oben noch eine holen. Dann haben wir 6 Stück. Dann können wir definitiv noch super was aufbauen. Und ausbauen natürlich. Ja. Okay, das ist schon ganz oben. Haben wir das? Hier war der Wasserbaum. Also der. Das Wasserlevel. Da würde ich sagen, holen wir den da auf jeden Fall noch. Und dann mal zu speichern wir da. Nice. Weil dann können wir nämlich auch direkt. Zap! Erhöht den Schaden der Geisterflamme noch mehr und ermöglicht es, 4 Ziele auf einmal zu treffen. Nice. 2, 2 und 3. Das heißt, wir bräuchten noch 7 Fähigkeitenzellen, um auch die letzten Bäume komplett auszubauen. Das sollte sogar machbar sein. Rein technisch. Da haben wir noch so ein paar Punkte, die wir holen könnten. Hier nicht mehr so viel. Da auch nochmal die Punkte, wo wir gerade quasi in der Nähe waren. Da ist noch eine Fähigkeitenzelle. Da oben, selbst wenn da was wäre, das würde ich mir nicht holen wollen. Das nervt mich zu sehr. Also 2 Fähigkeitenzellen sehe ich sogar spontan noch. Aber, oh Gott. Müssen wir jetzt gerade nicht unbedingt nochmal unbedingt holen. Weil das die Sachen sind, um die Geheimnisse zu lüften, die wir quasi ja schon gelüftet haben. Und hoch, hoch, hinaus. Oh, perfekt. Da wollte ich hin. Ja, auf damit, Mann. So, dann sind wir hier. Dann können wir da nämlich nach oben. Dann würde ich aber auch sagen, an der Stelle danke, Leute, fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch soweit noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Ciao!